einige Punkte liegen lassen. Dennoch führen die Kanadier momentan. Next stage, representing Great Britain, Anastasia Vaipan-Law and Digby. Sechste nach dem Kurzprogramm, Sie haben es eingeblendet gesehen, Anastasia Vaipan-Law und Luke Digby für Großbritannien. Guter dreifacher Twist zum Auftakt. Tolle Geschwindigkeit in den Twist hinein. Doppeltorloop. Wurfrettberger, dreifach. Ja, haben sich sehr ordentlich durchgekämpft durch diese Kür. Ich glaube, das sieht man auch an der Geste von Anastasia Vaipan-Law, wie sie ihrem Partner zugenickt hat und gesagt, das war ganz okay.
für die beiden, die letztes Jahr immerhin auf dem 9. Platz kamen bei den Europameisterschaften, bei den Weltmeisterschaften. In Kanada lief es dann nicht mehr so gut. Da kam natürlich auch noch die Konkurrenz aus Kanada, aus Asien und aus Amerika dazu. Am Ende reicht es nur für den 20. Platz für die dreifachen britischen Meister. Und man muss auch immer dazu sagen, für viele von den Teilnehmern hier bei dieser 56. Nebelhorn Trophy ist diese Meisterschaft, diese Challenger-Serie in Oberstdorf im Eissportzentrum der erste Auftritt. Viele haben neue Programme gemacht, sowohl Kurzprogramm als auch Kür. Die Programme sind noch nicht so eingelaufen, so viele hunderte Male gemacht wie die älteren Programme. Und deshalb braucht es einfach Zeit, sich darauf einzustellen und diese Programme auch ins Fließen zu bringen. Und natürlich ist das Feedback, das die Sportler hier während der Meisterschaft bekommen, auch enorm wichtig. Das Feedback in den Punkten, das gibt es dann als Ausdruck für die Sportler im Nachgang. Da können sie genau sehen, welcher Preisrichter welche Punktzahl gegeben hat, wie die Komponentenpunktzahlen aussahen, wo sie sich verbessern müssen, wo es Abzüge gab. Und das ist dann wieder die Aufgabe der Trainer, das mit ihren Schülern, ihren Eiskunstläufern zu Hause gerade zu rücken für den nächsten Wettkampf. Und dann für viele von denen, die wir jetzt hier sehen, vor allem in der letzten Gruppe, dann geht es ja dann um ganz viel schon in wenigen Wochen, wenn die Grand Prix-Serie, der Weltcup der Eiskunstläufer beginnt in Amerika traditionell und dann im Dezember im großen Grand Prix-Finale der Top 6 Paare der Welt oder auch Einzelläufer, dann endet. Die Europameisterschaft dann im Januar und die Weltmeisterschaft traditionell dann im März. Das sind die Höhepunkte der Saison für die Eiskunstläufer, bevor es dann wirklich in die olympische Saison geht, 2026, die Olympischen Spiele in Cortina und Mailand. Die Eiskunstlaufwettbewerbe werden übrigens in Mailand durchgeführt. Wenn Sie schon mal oder irgendwann mal Olympische Spiele erleben wollen, dann wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, nach Mailand vielleicht zu kommen, sich jetzt schon ein Apartment, ein Hotel zu sichern. Je länger Sie da warten, desto unbezahlbarer wird das Ganze. Jetzt geht es noch einigermaßen im Umfeld noch was zu finden und dann natürlich ein Ticket ergattern für die Eiskunstlaufwettbewerbe oder für die vielen anderen Sportarten, die es da geben wird. Ja, mit diesen fast 175 Punkten liegen die beiden momentan auf Rang 2. Verlieren also einen Platz gegenüber dem Kurzprogramm. Bitte begrüßen Sie.